Der Hunsrücken ist ein 931,4 Meter hoher Berg am Albtrauf der südwestlichsten Schwäbischen Alb bei Biesingen. Er ist ein ausgezeichneter Aussichtsberg. Von seinem Steilabfall aus sieht man ostwärts sehr gut auf die nahegelegene Burg Hohenzollern, auf den Albtrauf bis zum Dreifürstenstein. Im Norden überblickt man das Albvorland und in westlicher Richtung reicht der Blick über die Balinger Berge mit dem Blettenberg bis zum Schwarzwald. Am 26. August 1972 ereignete sich in folgenden Niederschlägen ein spektakulärer Bergrutsch, bei dem der Sattel zwischen Hunsrücken und Ehrenberg auf eine Länge von 700 Metern nordseitig in die Tiefe rutschte. Durch immer wieder auftretende Reaktivierungen hat sich die Fläche der Rutschung von ursprünglich rund 20 Hektar auf mittlerweile über 36 Hektar ausgedehnt. An dieser Stelle sowie zum größten Teil südlich des Sattels befindet sich das größte Naturschutzgebiet des Zollernalbkreis. Das 128 Hektar große Gelände Ehrenberg-Hunsrücken zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Vielfalt an Biotopien aus. So haben sich zum Beispiel auf den kargen Böden der Holzwiesen am Ehrenberg sogenannte Kalkmagerwiesen mit einer selten aufzufindenden Pflanze- und Kleintierwelten entwickelt. Auf dem Vorberg des Hunsrücken erinnert die Burg Rohr an das ehemalige Rittergeschlecht der Walger, Lehnsleute der Graf von Hohenzollern.